Jesus und Judas. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir hören heute im Evangelium, nach diesen Worten war Jesus im Innersten erschüttert und bekräftigte: Amen, Amen, das sage ich euch. Einer von euch wird mich verraten. Ja, mit Jesus sind wir im Abendmahlsaal. Doch der so schön geplante Abend beginnt mit einer tiefen Erschütterung. Der Verräter ist unter uns. Betroffen schauen sich die Jünger an und fragen sich, wer ist es? Mit viel Feingefühl macht Jesus den Verräter darauf aufmerksam, sodass es die anderen Jünger gar nicht mitbekommen, dass es der Judas ist. Ja, mich berührt die Liebe, mit der Jesus seinem Verräter gegenüber reagiert. In meinem Leben hat es mir oft an dieser Liebe gefehlt, gerade denen gegenüber, der mir schuldig geworden sind oder mich verraten haben. Ihnen gegenüber verhielt ich mich oft wortkarg, distanzierte mich von ihnen und beklagte mich dann über sie bei anderen Menschen. Doch Jesus lehrt uns eine andere Haltung. Die Liebe, die bis zum Äußersten geht. Zuerst den Bissen Brot, den der Judas reicht. Dann die Anrede, mein Freund, als es dann zum Verrat kam. Und dazu die freudige Einstellung, dass jetzt der Augenblick gekommen ist, wo die Liebe den Sieg über den Hass davonträgt. Da erinnere ich mich an unsere Gründungsgeschichte. Unser Gründer bemühte sich, eine Wallfahrtskirche wiederzubeleben. In seiner Abwesenheit bewirkte eine Delegation beim Generalvikar seine Absetzung als Pfarrer. Als er nun von seiner Auslandsfahrt zurückkam und davon vernahm, sagte er: Wir gehen zum großen Sieg. Ja, er sah weiter als auf das Leid des Verrats. Er sah, was Gott uns schenken wird, wenn wir mit Liebe und Gottvertrauen reagieren. Und genau so kam es dann auch. So sah auch Jesus weiter. Er sah den Sieg der Liebe über den Hass voraus. Und damit den Sieg der Liebe so vieler Menschen, der durch seinen Erlösungstod in die Herrlichkeit des Himmels führen wird. Jesus, hilf uns, wenn das Messer des Verrats unser Herz durchbohrt. Gib uns dann die Kraft, trotzdem zu lieben und zu verzeihen. Und schenk uns die freudige Einstellung, dass du auch aus diesem Leid Gutes hervorbringen wirst. Dem Namen in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes und des heiligen Josef, binde, breche, entmacht dich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch und eure Familien getroffen haben. Bitte Jesus, all diese Wunden zu heilen, die euch zugefügt worden sind durch Verrat und Lieblosigkeiten. Und bitte Jesus, er möge euch die Kraft geben, von ganzem Herzen zu verzeihen und zu vertrauen, dass er auch hier das Gute hervorführen kann aus diesem Leid. Und so segne und stärke euch der allmächtige und liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und euch allen wünsche ich einen gesegneten und wunderschönen Tag.